Natürlich ist das Thema noch absolut relevant. Ich war schon einmal infiziert, aber habe ich jetzt schon wieder Corona? Irgendwie fühlt sie sich vielleicht auch diesmal ein bisschen anders an. Egal, ob Sie jetzt Corona, Covid, dieses ganze Thema mögen oder nicht, für oder gegen das Impfen sind, was auch immer. Eine Ansteckung können wir alle kriegen. Und die Frage ist es ja, ist es jetzt Corona oder nicht? Und woran erkenne ich nun Corona? Das ist ja für viele trotzdem interessant. Und ganz wichtig bitte an dieser Stelle, wenn jetzt diskutiert wird, dann bitte sachlich und respektvoll. Das Virus begleitet uns ja jetzt schon lange. Dennoch kann es schwierig sein, bei all den Studien, Nachrichten, den Überblick zu behalten. Und auch die Symptome haben sich ja etwas von Virusvariante zu Virusvariante verändert. Ein paar ganz charakteristische sind aber geblieben. Nennen wir es mal die Covid-spezifischen. Angst vor Long-Covid ist ja auch ein neues Thema. Auch von Impfnebenwirkungen gehören ebenso dazu wie die Frage, wie Sie eine Ansteckung jetzt überhaupt erkennen können. Ob Sie schon mal infiziert waren oder nicht, sind Ihren aktuellen Symptomen oder die von Ihren Kindern oder Ihrem Partner wirklich ein Hinweis auf eine akute Covid-Infektion erkranken? Das ist ja die Frage, die wir uns stellen. Und was kann ich jetzt tun, wenn ich Bedenken zum Beispiel habe, dass ich Covid habe? Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Erkrankungen. Corona gehört natürlich dazu. Und wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. So, bevor wir jetzt mit den Anzeichen beginnen, ganz kurz was anderes, weil ich jetzt oft gefragt werde, und das ist ja auch interessant, haben Männer jetzt ein erhöhtes Infektionsrisiko im Vergleich zu Frauen? Die Antwort darauf, nein, in etwas ist gleich groß. Männer versus Frauen, Infektionsrisiko für Covid. Aber, und das ist wichtig, es gibt jedoch klar schon mittlerweile Hinweise darauf, dass Männer häufiger einen schweren Krankheitsverlauf erleiden als Frauen. Woran kann das liegen? Ein Grund dafür ist das weibliche Sexualhormon Östrogen, das die Immunantwort stärkt. Östrogen hat was mit Immunsystem auch zu tun. Zudem befinden sich viele Gene, das weiß man mittlerweile auch, die für Immunfunktionen wichtig sind, auf dem X-Chromosom, wovon Frauen bekanntlicherweise zwei besitzen, Männer, wir aber nur eines. So, aber noch ein ganz kurzer Einschub, bevor es damit beginnt. Das ist mein Ratgeber, da möchte ich bitte einmal darauf hinweisen, weil schauen Sie gerne in meinen Shop rein, ob einer dieser Ratgeber für Sie auch geeignet ist. Und da geht es darum, welche Rolle Nährstoffe, Supplements für unsere Gesundheit spielen, für unser Immunsystem, für unser Herz-Kreislauf-System oder auch um Gewicht abzunehmen. Schauen Sie also gerne mal in meinen Shop rein, ob da einer dieser Ratgeber gerade für Sie passt. Was wissen wir über das Coronavirus SARS-CoV-2? Ja, das ist nochmal allgemein, aber Viren entwickeln sich bei der Verbreitung immer weiter, wodurch neue Mutationen entstehen. Das ist so, so ist das schon immer Evolution. Das trifft natürlich auch auf Covid zu. Und die WHO, die benennt daher die besorgniserregenden Varianten auch nach dem griechischen Alphabet. Das haben wir ja mittlerweile ganz gut gelernt. Die Alpha-Mutation, die war zu Beginn besonders stark. In Deutschland verbreitet, klar. Die Variante Delta, die verdrängte sie dann so 2021. Nur am Ende 2021 wiederum dann von Omikron abgelöst zu werden. Und ich glaube, den Buchstaben Omikron haben viele von uns bis dahin nicht gekannt. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Omikron ist momentan die vorherrschende Variante. Da gibt es aber dann wieder ganz viele Subvarianten. Warum ist das nun so? Jede neue Mutation besitzt Erreger, die eine höhere Ansteckungsrate als die Vorgänger haben. So gelangen sie einfacher in unsere Zellen und verbreiten sich daher stärker und schneller als ihre Vorgänger bzw. haben einen Überlebensvorteil. Studien wie diese beiden hier haben die hohe Verbreitungsrate genauer untersucht und auch bestätigt. Welche Anzeichen gibt es bei einer akuten Covid-Erkrankung? Doch bei jeder Mutation ändert sich nicht nur die Ansteckungsgefahr, sondern auch die Beschaffenheit des Virus. Deswegen sagt man ja, die Delta-Variante war gefährlicher, hat mehr schlimme Verläufe gemacht als die Omikron-Variante. Viele Ansteckungen verlaufen unspezifisch, wie mehrere Studien belegen. Also das heißt, wir haben gar nicht gemerkt, dass wir uns angesteckt haben. Das heißt, die Anzeichen variieren auch von Fall zu Fall sehr. Bei der vorherrschenden Omikron-Variante wurde beobachtet, dass weniger Patienten starke Krankheitsverläufe vorweisen, wie gesagt. Doch was sind denn jetzt die möglichen Anzeichen? Sie hatten sicherlich auch schon mal eine Erkältung gehabt, klar, in ihrem Leben. Wir wissen ja, so 4 bis 6 Erkältungen sind normal. Kinder haben 8 bis 10 im Jahr, haben wahrscheinlich auch schon mal eine Grippe gehabt. Dann könnten Ihnen folgende Symptome einmal bekannt vorkommen. Trockener Husten, Fieber, Müdigkeit, Schnupfen,
Kopf-, Hals- oder Gliederschmerzen. Diese Anzeichen könnten ebenfalls auf eine Covid-Erkrankung hindeuten. Und das macht es ja dann auch so schwer für den Laien zu unterscheiden, was habe ich nun. Aber es gibt auch spezifische Symptome, die nenne ich gleich. Ebenfalls Beschwerden, die dafür sprechen können für eine Covid-Erkrankung, ähneln eher einer Magen-Darm-Erkrankung. Hier treten dann zum Beispiel auch Durchfall, Übelkeit auf. Haben Sie vielleicht auch gemerkt, dass Sie vielleicht irgendwie kaum Fieber hatten, aber Durchfall gleichzeitig. Ich habe eine Gegenüberstellung von Covid versus Erkältung versus Grippe mal gemacht. Schauen Sie sich bitte diese Tabelle einmal an und dann gehen Sie doch dort einmal die Anzeichen bei sich jetzt Schritt für Schritt durch. Typisch für eine Grippe und auch für Covid-Infektion, aber im Gegensatz zum Beispiel zu einer leichten Erkältung sind, und das ist typisch, also erstens überfallartige Symptome. Das heißt, während eine Erkältung sich langsam entwickelt, explodiert die Grippe quasi geradezu. Und sowohl die Influenza als auch Covid-19. Schwere Symptome sind manchmal innerhalb von Stunden da und direkt sehr heftig. Dadurch fehlt dem Körper natürlich Zeit, um sich an sie zu gewöhnen. Zweitens Fieber und Husten. Der Beginn einer Erkrankung, Viruserkrankung, Covid, Influenza, ist oftmals gleich. Ohne Vorwarnung setzt bei bisher gesunden Menschen völlig plötzlich so ein starkes Fieber ein. Und dieses Fieber kann wesentlich höher steigen, als es bei einer normalen Erkältung der Fall ist. Bei einer normalen Erkältung sagt man vielleicht, naja, vielleicht hat man leicht erhöhte Temperatur, aber über 37, 5, 8 kommt man da meist nicht. Typisch für Covid ist auch, wie gesagt, Fieber. Aber da kann man schon einmal gut sehen, ob es halt nur eine Erkältung ist. Und gleichzeitig gilt das auch für Husten. Richtig starker Husten zeigt entweder Grippe oder Covid, aber nicht nur eine leichte Erkältung. Und letztlich sind sowohl die Influenza-Grippe als auch die Erkrankung Covid-19 potenziell, das muss man wissen, lebensbedrohlich. Auch jetzt noch. Haben Sie keine Angst davor, Ihren Arzt um Rat zu fragen. Klar, selbst wenn es sich nur um einen Schnupfen handelt, lieber einmal mehr zum Arzt gehen als zu wenig. Eventuell ist eine ständige Müdigkeit sogar eine Langzeitfolge einer überstandenen Covid-19-Erkrankung. Hier spricht man ja von diesem typischen Long-Covid-Syndrom und gar nicht irgendwie vielleicht ein neues Anzeichen, sondern vielleicht haben Sie noch immer ein Jahr später sozusagen die Corona-Infektion. Und wenn Sie mehr über mögliche Long-Covid-Studien erfahren möchten, mehr darüber wissen wollen, klicken Sie gerne einmal auf dieses Video von mir, in dem habe ich einmal dieses Krankheitsbild nämlich näher erklärt. Also wie Sie sehen, handelt es sich bei den möglichen Anzeichen oft um Symptome, die andere Ursachen haben könnten. Ganz klar, Durchfall zum Beispiel könnte etwa auch auf eine Lebensmittelvergiftung zum Beispiel hinweisen. Es ist also oftmals aber die Kombination. Und wie schaffen wir dann Klarheit? Ansteckung nicht immer mehr nachvollziehbar. Während der Pandemie lebten ja wir noch in den Lockdowns mit Maskenpflicht, mit unterschiedlichen Kontaktbeschränkungen etc. Hatten Sie in der Zeit vielleicht Erkältungssymptome, dann war die Wahrscheinlichkeit höher, dass Sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, klar. Gleichzeitig ist es jetzt so, dass wir uns immer mehr auch mit anderen Viren wieder anstecken, weil wir ja sozusagen 2 Jahre lang Schutz durch die Masken hatten davor. Vor allem, wenn Sie Kontakt mit einer Person hatten, die Corona-positiv getestet wurde, dann hat man sich hier erstmal komplett so isoliert. Doch heute gibt es kaum noch, klar, staatliche Beschränkungen, und unser Alltag darf wieder aktiver und sozialer werden. Das ist für uns toll, das ist gut. Das Problem ist jedoch, wir treffen wieder auf mehr Menschen, sodass wir nicht so gut nachvollziehen können, klar, ob wir nun Kontakt mit Covid-19-Patienten hatten oder mit einem anderen Virus. Und um abschätzen zu können, ob wir uns beim Auftreten Halskratzen irgendwo mit Corona oder einer anderen Erkrankung jetzt angesteckt haben, ist viel schwieriger halt als in den letzten 2 Jahren davor. Vielleicht ist es Ihnen auch schon passiert, dass Sie sich privat oder beruflich mit Menschen getroffen haben und erst einige Tage später vielleicht, das ist ganz typisch, Anzeichen einer Covid-Erkrankung bemerkt haben. Das ist auch bei anderen Infektionen. So, es dauert immer, man hat eine gewisse Inkubationszeit. Bestehen Unterschiede zwischen Kindern und Erwachsenen bei Ansteckung, Übertragung und beim Krankheitsverlauf? Auch eine Frage, die ich wirklich sehr oft bekomme und deswegen will ich darauf hier einmal noch eingehen. Und aktuelle Forschungsergebnisse, die deuten darauf hin, dass Kinder etwas weniger empfänglich für eine Infektion mit dem Coronavirus sind. Das haben wir vielleicht auch gemerkt in den letzten Jahren. Das muss jedoch noch weiter letztlich untersucht werden. Schwierig klar zu sagen. In seltenen Fällen entwickeln Kinder zudem das sogenannte PIMS, also P-I-M-S. Und dabei kommt es nach einer Virusinfektion zu einer Überreaktion des Immunsystems. Das eigene Immunsystem, das reagiert quasi viel, viel stärker
Und das macht dann so Entzündungsreaktionen. Und diese Entzündungsreaktionen im ganzen Körper sind dann die Folge. Und der Großteil der Betroffenen, in dem Fall beim PIMS, muss dann intensivmedizinisch versorgt werden. Aber, das ist das Gute, das Krankheitsbild ist selten und dann auch relativ gut behandelbar. Daran erkranken Kinder, müssen dennoch halt eine gewisse Zeit lang regelmäßig auch noch danach zur Kontrolluntersuchung, damit mögliche krankhafte Veränderungen, zum Beispiel, was kann passieren, zum Beispiel Veränderungen am Herzen, rechtzeitig erkannt und behandelt werden können. Corona-Tests bei ersten Anzeichen. So, und aus diesen ganzen genannten Gründen kann es wirklich sinnvoll sein, Schnelltests auch auf Vorrat zu Hause zu haben, denn dann hat man ja schnell Ruhe, man kann sich selbst einmal schnell testen. Völlig klar, Fehleranfälligkeit, aber was soll man selber machen? Das ist sozusagen der erste Eindruck, den man bekommt. Und vielleicht haben Sie ja auch welche. Auch wenn diese je nach Größe der Virus oder der Virenlast mal mehr, mal weniger zuverlässig, wie gesagt, sind. Dennoch können Sie halt den ersten Schritt machen, um Ihre Vermutung zu testen. Ist ein Test positiv, kann er bereits Klarheit schaffen. Allerdings können Sie, wie gesagt, nicht zu 100% sicher sein, dass das Ergebnis stimmt. Das muss man wissen. Unabhängig davon, ob der Test nun positiv ist oder negativ ausfällt. Die sichere Alternative ist, haben Sie die Vermutung, sich mit dem Coronavirus angesteckt zu haben, weil Sie die Anzeichen, die Symptome haben, das heißt, Sie sind symptomatisch, dann zum Arzt gehen, PCR-Test machen, die Krankheit nachweisen lassen dadurch. Und diesen kann dann Ihr Hausarzt typischerweise durchführen zum Beispiel. Was passiert da? Da werden Proben gemacht, die werden ins Labor geschickt, weshalb Sie das Ergebnis nicht so schnell erhalten wie bei einem Schnelltest. Es muss sozusagen im Labor noch spezifisch ausgewertet werden. Und dann, auch jetzt noch gilt, denken Sie bitte daran, dass Sie sich selbst von anderen Menschen isolieren, wenn Sie Anzeichen einer Covid-Erkrankung an sich bemerken und auch auf die Testergebnisse warten. Ist Ihr Verlauf milde, können sich die Erreger beim Mitmenschen ganz anders bemerkbar machen. Wie gesagt, da kann es schlimm durchschlagen. Daher sollten wir auch immer an den Schutz der anderen denken, wirklich auch jetzt noch. Und haben Sie eine Covid-Erkrankung vollständig auskuriert und sind nicht mehr ansteckend, können Sie wieder in Ihren Alltag zurückkehren. Starten Sie dann langsam, zum Beispiel auch mal langsam mit den sportlichen Aktivitäten. Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht zum Thema Sport nach Corona. Schauen Sie das gerne einmal an. Das war es einmal an dieser Stelle. Also achten Sie auf die Anzeichen und dann achten Sie darauf, sich und Ihre Mitmenschen zu schützen. Das gilt auch jetzt noch. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.